Herzlich willkommen zum Podcast Du bist Freiheit, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben. Und ich bin Marcel und ich habe heute eine wundertolle Frau eingeladen, die liebe Curly. Und wie der Zufall so will, haben wir uns übers Internet kennengelernt. was ja einfach ja heutzutage nicht, also ja, was ja gang und gäbe ist mittlerweile. Aber wir beide uns sofort verstanden haben und ich wollte dich einfach unbedingt dabei haben im Interview, weil ich einfach deine Story und einfach das, was du als Persönlichkeit verknüpfst oder ich verknüpfe mit dir als Persönlichkeit, ultra interessant finde. Und deswegen erzähl doch mal kurz, wer bist du? Hallöchen, ich bin super dankbar, dabei zu sein. Hi, ich bin Curly, komme aus Lüneburg, das ist ganz in der Nähe von Hamburg. Aktuell bin ich noch Studentin, studiere Kulturanthropologie, also das ist Alltags- und Medienforschung. Da habe ich den Schwerpunkt Literatur, Medien und auch Philosophie. Und selbstständig bin ich seit 1,5, 2 Jahren als Buchautorin und Journalistin. Im journalistischen Bereich schreibe ich über Popkultur, Trends, Female Empowerment und Persönlichkeitsentwicklung. Und als Autorin schreibe ich Fantasy, New Adult und Liebesromane. Und genau da lebe ich halt auch meine Freiheit aus. Und ja, ich freue mich, dabei zu sein. Danke. Mega geil, wirklich. Da kommt dann wahrscheinlich dann die erste Frage schon von vielen Leuten, dann denke ich mal gleich hoch. Und zwar, seit wann schreibst du und wie kam es dazu? Ich schreibe eigentlich schon immer, sage ich mal jetzt so. Aber mein erstes Buch habe ich mit 13, 14 beendet. Das hatte dann so circa 100 Seiten. Davor habe ich viel Tagebuch geschrieben, aber auch viel so Kurzgeschichten in der Schule geschrieben. Habe den Beruf des Schriftstellers eigentlich noch gar nicht so als diesen wahrgenommen und auch ernst genommen und das noch gar nicht so anversiert, dass das auch für mich eine Möglichkeit ist in der Zukunft und habe einfach drauf losgeschrieben. Und irgendwann habe ich gemerkt, das nimmt ganz schön viel Raum und ganz schön viel Zeit ein. Schaue ich doch mal, was sich draus machen lässt und habe dann für mich Möglichkeiten gefunden, da auch tatsächlich das mehr und mehr zum Beruf zu machen und genau, wie hat es damals angefangen? Meine Oma hat mir, als ich ganz klein war und noch nicht schreiben konnte, ein Buch geschenkt und hat eigentlich alles aufgeschrieben, was ich so erzählt habe, alle Geschichten, alle Stories, und das Buch gibt es auch tatsächlich heute noch. Und irgendwann konnte ich schreiben und die Motivation, dann auch in der Schule schreiben zu lernen, war dann auch umso höher. Und ja, dann habe ich die Geschichten selber auch geschrieben, erst in Bücher, dann auf einer Schreibmaschine und später, als ich meinen ersten Laptop bekommen habe, dann auch immer professioneller auf dem Laptop. Und ja, so kam das Ganze. Geil, oha. Mega, mega cool. Auf jeden Fall, dass sich deine Oma eigentlich so ein kleines Stückchen dahin geführt hat, ist ja, mega total interessant. Ja, hat denn deine Oma... Weiß ich ja nicht, aber vielleicht hat sie das mal irgendwann erwähnt. Ja, ich habe gewusst, dass du Schriftstellerin wirst, oder ich habe gewusst, dass du diese Intuition dazu hast. Nee, so bewusst hat sie es nie ausgesprochen, aber ich habe mich mit meinem Opa unterhalten, der sich auch gefragt hat, hey, wo kommt das eigentlich her? Weil meine Eltern haben eigentlich nicht so viel mit dem Schreiben zu tun und ja, meine Großeltern auch nicht. Und ja, da hatten wir uns viele Gedanken drüber gemacht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass mein Papa Schriftsteller geworden wäre, aber... ja, das macht er halt. Also das ist tatsächlich nicht so seins, aber er hat auch relativ viele gute Geschichten zu erzählen und ist da auch ein großes Vorbild für mich gewesen, auch in Bezug auf Freiheit und Freiheit im Beruf auf jeden Fall. Voll geil, da bist du ja hier genau richtig. Mega geil. Also hast du dann gemerkt, also will ich mal einfach kurz drauf eingehen, wenn du sagst, mit 14 dein erstes Buch geschrieben, hast du dann dieses Gefühl da drinne gehabt, dass du sagst, ich muss einfach schreiben, ich muss das, die Sachen aus meinem Kopf rauskriegen, oder wie war das gewesen? Was ist das für ein Gefühl? Ja, ich hatte viele Storys so im Kopf, auch viel zu viele, muss ich ehrlich sagen. Ich konnte mich schon damals irgendwie nicht entscheiden, welche Idee mache ich jetzt auch so zur Geschichte. Und auch so dieses Gefühl, ich muss das jetzt auch runterschreiben. Ich habe jetzt Lust zu schreiben und ich mache das einfach. Und damals war es so, ich war, glaube ich, mit 14, 13 in der 8. Klasse irgendwie so. Und habe dann nach der Schule immer viel geschrieben. Und das war dann für mich auch eher so ein Ausgleich, eher so ein Hobby. Und brauchte ich dann halt nach einer Zeit auch einfach das Gefühl, dann auch zu schreiben und mit dem Schreiben auch zu mir zu finden. Und dieses Gefühl von Freiheit und zu empfinden und das so zu haben. Und für auch eine Sache zu finden, die mit mir zu tun hat, mit
mit Ruhe auch zu tun hat und da auch für mich das Hobby gewesen ist zu der Zeit und mir auch in vielen Sachen auch geholfen hat, ja. Wow, geil. Also das heißt, das Schreiben selber hat dir einfach dazu geholfen, auch so ein bisschen von dir selber loszulassen, diese ganzen Sachen, die dich so ein bisschen beschäftigen oder es gibt ja viele Menschen, die auch viel mit sich selber auch ein bisschen zu tun haben, diese Sachen einfach mal wirklich loszuwerden, oder? Ja, tatsächlich. Also Themen, die mich damals und auch heute noch irgendwie beschäftigt haben, runterzuschreiben und auch eine Botschaft damit zu vermitteln in den Büchern. Also in meine Bücher Werte zu packen, die ich für wichtig halte und meine Protagonisten und Antagonisten mit Werten auszustatten, die ich einfach wichtig finde, an die Welt hinauszutragen. Und das ist da in dem Fall ja bedeutend für mich im Schreibprozess. Und das sind natürlich Sachen, die mich beschäftigen, aber ich denke auch natürlich Sachen und Themen, die auch andere Leute beschäftigen und für andere Leute hilfreich und wichtig sein können, bedeutend und wertvoll auf jeden Fall, ja. Geil, richtig geil. Wie ist denn das so, ich kann mir das gar nicht so genau vorstellen, aber wie ist denn das, wenn man so eine Figur erschafft im Endeffekt? Fühlt man sich dann da zu 100% rein und wie ist es, wenn man dann noch eine zweite Figur erstellt? Das ist ganz interessant. Mittlerweile mache ich das sehr strukturiert, dass ich Figuren erstelle. Also ich habe ein Plot-Dokument und so plotte ich und organisiere ich dann meine Inhalte des Buches, aber auch die Figuren natürlich. Und auch die, ganz wichtig ist auch anzuschauen, wie entwickelt sich die Figur im Laufe des Romans. Und da ist es, ich finde, am Anfang immer ein bisschen schwierig, sich in diese ganzen Figuren hineinzuführen. Das macht auch irre Spaß, weil im Endeffekt, wenn du dich in die Figur reinfühlst, kannst du jeder sein. Und das halt so wahrzunehmen und die Figur halt dann, also die Figur dann so spielen zu lassen, ist schon spannend. Weil was ich auch gemerkt habe, ist tatsächlich, dass die Figur irgendwann selbst handelt und du als Schriftsteller nur noch daneben stehst und beobachtest und schaust, was passiert. Und es dann halt irgendwie läuft und von alleine passiert und der Roman dann sich schreibt. Ja. Voll geil. Und wie ist da, also was mir da für eine Frage hochkommt, ist ja, viele Leute sagen ja, ich denke mal, du kennst es auch, der Film ist nicht so gut wie das Buch. Ja, das stimmt. Und da ist es doch meistens so, wenn jetzt, sagen wir mal, wir kennen jetzt beide den Autor nicht, aber sagen wir mal, wir beide lesen das gleiche Buch vom gleichen Autor, dann ist es doch so, dass du eine ganz andere Einstellung zu dem Buch hast als ich oder dass ich den Roman zum Beispiel ganz anders wahrnehme, obwohl es der gleich geschriebene ist. Das ist doch immer dann die Fantasie von uns Menschen, die im Kopf ganz anders stattfindet mit den Sachen, die wir halt im Endeffekt im Leben gelernt haben. Ja, das stimmt. Also du, wenn du ein Buch liest, dann verknüpfst du ja ganz viel mit dem, was du kennst. Und dementsprechend hast du ja eine ganz andere Vorstellung als ich zum Beispiel, wenn ich andere Erfahrungen gemacht habe oder andere Sachen mit der Szene jeweils verknüpfe. Und ich denke auch, dass wenn du dann nach dem Buch einen Film schaust, dann wird dir diese Fantasie ja so ein bisschen nicht weggenommen, aber vorgelegt und im Endeffekt hast du dann zwei verschiedene Sichtweisen. Einmal das, was du im Buch gelesen hast und in deinem Kopf hast, die Welt, und einmal die Welt, die du dann im Film siehst. Und man muss da halt unterscheiden, was mache ich gerade? Also lese ich gerade ein Buch oder schaue ich gerade einen Film an? Und dementsprechend ist es oft so, dass der Film dann am Ende vielleicht nicht so gut ist wie das Buch, aber ja, dafür, dass es dann ein Film ist, ist es vielleicht dann doch ganz schön und gut gemacht einfach, ja. Hat das immer so ein bisschen einen Hintergrund? Also ich gehe mal davon aus, dass es den Hintergrund hat, dass die sagen, hey, ein Film darf nicht länger als 1,5 Stunden gehen und dann, dass es halt wirklich schwierig ist, so ein Roman, den du ja eigentlich, wie du ja selber sagst, so wenn du schnell liest, wirklich den in einer Woche durch hast, von 600 Seiten oder vielleicht auch ein bisschen weniger, dass du den im Endeffekt dann wirklich dann durch hast und dass so ein Film halt das probiert, im Endeffekt in der kürzesten Zeit irgendwie die wichtigsten Fakten mit reinzuhauen. Ja. Ich glaube, das ist immer wichtig. Ich glaube, die Leser, wenn sie richtige Fans sind, dass sie halt sich wünschen, dass sie sich wünschen zu sagen, hey, komm, mach lieber eine Serie draus. Ja. Ist auch ganz interessant. Es gibt aktuell von Caroline Kepnes You, das ist ein Buch, das habe ich im letzten Jahr gelesen. Es gibt auch einen zweiten Teil und die haben das jetzt kurz nach Weihnachten verfilmt, aber halt in einer Serie auf Netflix. Ist ganz schön. Und da muss ich ehrlich sagen, das haben sie ganz gut umgesetzt. Ja. Wie heißt die Serie, wenn man fragen darf? You. You.
Genau. Ich weiß welche, die habe ich glaube ich auch gesehen. Ja, sehr ja, interessant. Da finde ich es halt sehr gut umgesetzt. Es ist halt eine Serie und das war halt auch, finde ich, richtig so, weil es gab einfach sehr viele Inhalte in dem Buch und das halt in einer Serie zu verpacken, war einfach, ja, passte ganz gut, fand ich. Ja. Voll geil. Richtig geil. Wusste ich gar nicht, dass das vorher, aber wahrscheinlich sind ja auch viele, die meisten Filme und Serien an irgendein Buch angeknüpft, würde ich mal fast behaupten. Ja, schon. Würde ich jetzt mal so sagen, ja. Aber gehen wir mal weiter darauf ein, wie ist das dann bei dir gewesen? Also du hast mit 14 das erste Buch geschrieben und dann hast du es dann direkt veröffentlicht. Gab es da irgendwie Möglichkeiten? Wie war das genau gewesen? Ja, es gab schon damals Möglichkeiten, aber ich als 14-jähriges Mädchen hatte da noch nicht so den Kopf für und auch gar nicht so die Idee, dass ich das veröffentliche. Also die schlummerte schon irgendwie so in mir, dass ich dachte, so in der Zukunft vielleicht irgendwie mal, aber nicht, also nicht mit 21. Und da hatte ich dann immer so das Gefühl, ja, Autorin, das ist halt so der Job, aber vielleicht ja doch nicht. Und naja, mit 14 macht man sich halt auch so viele noch so Gedanken über die Zukunft und auch, und das ist ganz interessant, mit 14 hatte ich auch wirklich noch so eine Vision von meiner Zukunft, dass ich studiere, einen Job anfange, sehr lange angestellt bin und heirate und ja, ein Haus kaufe und halt dieses Klassische. Wo ich jetzt zum Beispiel so denke, das kann man ja alles noch überdenken. So selbstständig sein gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, es ist ganz interessant, wie sich die Werte so auch verändert haben und wie sich auch die Bücher dahingehend, die ich geschrieben habe, verändert haben. Also mit 14, also beziehungsweise 13, 14 habe ich ja das erste Buch geschrieben, das war dann auch relativ kurz. Habe dann immer weiter Kurzgeschichten geschrieben und dann mit ungefähr 16 regelmäßig Bücher geschrieben und dann auch relativ zackig, also dann teilweise auch in 2 Wochen ein Buch. Und dann ist das Gute war, ich hatte zu der Zeit relativ viel Zeit und konnte, also während des Abis und auch während der Schule, konnte dann immer nach der Schule schreiben und so sind dann relativ viele Bücher entstanden tatsächlich, ja. Wow, krass. Und ist es dann so, dass du, also du hast ja dann schon welche veröffentlicht, du hast ja jetzt schon welche auch rausgebracht. Wie viel sind das dann so, wenn man jetzt das, wenn du das zählst? Also im Moment habe ich Kurzgeschichten in Anthologien rausgebracht. Das sind jetzt ungefähr 5, also das sind aber Kurzgeschichten. Und jetzt kommt mein Fantasy-Roman raus. Ja, das ist ein 430-Seiten-Band. Wow. Das habe ich tatsächlich vor 4 Jahren geschrieben ungefähr. Und so lange lag es auch in der Schublade. Und ja, genau. Jetzt ist es soweit. Voll geil, richtig geil. Also das heißt jetzt wirklich 2019 wird das im Endeffekt dann noch rausgebracht. Ja, genau. Ja, geil. Das werden wir auf jeden Fall dann mit in die Shownotes hauen. Und wie ist das, also wie ist etwas, was ist das für ein Gefühl, wenn du merkst, dass so deine persönliche Figur oder Figuren in dem Buch halt wachsen? Wächst du selber mit denen mit? Das ist ja wahrscheinlich auch so ein wichtiges Thema für dich. Das kommt ganz auf das Buch drauf an. Also wenn ich ein Buch schreibe, was halt viel mit den Dingen zu tun hat, die mich gerade selber beschäftigen, dann auf jeden Fall. Also ich würde fast meinen, in jedem Buch wächst man mit den Protagonisten mit. Und dann kommt es auch ein bisschen drauf an, wie lange schreibe ich an diesem Buch. Also an meinem Fantasy-Roman habe ich, glaube ich, 3, 4 Monate geschrieben. Das ist ja schon eine relativ lange Zeit, wenn man 17 ist. Und da würde ich fast sagen, ja, ich habe mich mit den Figuren entwickelt und so wie ich mich entwickelt habe, habe ich es natürlich auch in das Buch gepackt. Und wenn ich ein kürzeres Buch, also beziehungsweise wenn ich ein Buch schreibe, was natürlich auch kürzer ist, was ich dann innerhalb von 3 Wochen raushaue, das einfach nur noch runterschreibe, weil es gut geplottet ist, dann ist es weniger der Fall. Aber es ist auch so, dass ich halt auch viel vorher überlege und schaue, wie entwickelt sich das, welche Elemente möchte ich mit reinpacken, welche Stilmittel sollen im Buch vorhanden sein. Und da ich halt vorher sehr viel plane und sehr viel überlege, ist das relativ strukturiert im Schreibprozess. Deswegen schaffe ich es ja auch relativ schnell, Bücher zu schreiben und runterzuschreiben und ja. Geil. Hast du dann so einen kleinen Ablauf, wo du sagst, hey ja, oder wo du halt auch zu deinem Freund sagst, hey, pass auf, ich möchte jetzt wirklich einen Fokus darauf legen und ich nehme mir die komplette Zeit und dann schreibst du einfach? Oder wie sieht das dann bei dir aus?
Und das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ganz drauf an, was gerade in der Uni ansteht und wie viel ich da machen muss. Zum Beispiel in den Semesterferien klappt das ganz gut, dass ich mich da mal irgendwie eine Woche rausnehmen kann und wirklich nur schreibe. Meistens ist es aber so, dass jetzt auch, also in der Abi-Zeit ging das auch relativ gut, weil man da so Ferien hatte und dann wirklich auch mal Wochen am Stück nichts hatte, also komplett gar nichts. Im Studium muss man immer selber sich so organisieren, dass man sich da auch einfach die Zeit freischaufelt, und das ist auch super wichtig und total wertvoll, dass man das tun kann, weil man in der Uni relativ frei ist, was das Wählen der Kurse anbelangt und wie viel man ja quasi sich in den Stundenplan haut. Und das ist also für mich genau das Richtige, weil ich das ganz gut organisiert bekomme. Nun ist es so, dass ich relativ selten den Fall habe, dass ich mal irgendwie 5, 6 Tage am Stück schreiben kann, also nur schreiben kann, weil dann doch mal irgendwie E-Mails auch im journalistischen Bereich reinkommen und ja, viele Sachen einfach anstehen, To-Dos, um die sich gekümmert werden muss. Und da hilft es mir total, morgens meine Routinen zu machen und zu haben, also meine Schreibroutinen, oder auch abends. Also meistens ist es so, dass ich aufstehe und dann irgendwie eine halbe Stunde auf jeden Fall schreibe, und wenn ich die Zeit habe, halt auch nochmal eine Stunde, und da auch mich nur aufs Schreiben konzentriere. Das ist total wichtig und hilft mir auch einfach dabei, dran zu bleiben und nicht aus der Übung zu kommen und auch immer zu gucken, wie entwickle ich mich hier gerade mit dem Schreiben und was war zum Beispiel gestern, wie ich heute anders geschrieben habe, und da auch so ein bisschen selbstreflektiert ranzugehen. Und da gehört auch zu meiner Routine, abends mich nochmal hinzusetzen. Nicht immer, das kommt immer darauf an, wie viel gerade ansteht, aber ich versuche doch schon abends auch nochmal irgendwie wenigstens so ein bisschen zu schreiben. Und wenn es nur eine Kurzgeschichte ist, Hauptsache einfach ins Machen gehen und einfach frei sein sozusagen. Geil. Da hast du jetzt auf jeden Fall schon wieder auch ein Ding rausgehauen, weil es ist einfach wirklich, dass viele Leute sich in dieses Denken verlieren und nicht ins Machen kommen. Wo du jetzt auch wirklich gesagt hast, halt wirklich einfach machen, nicht so viel denken darüber, nicht überlegen, wie soll ich, sondern einfach mal wirklich machen. Hast du das irgendwo her oder weißt du das, also woher kommt das, dass du sagst, hey, einfach machen, oder ist das so eine Intuition? Ich muss ehrlich sagen, das ist auch tatsächlich eine Intuition. Also sicherlich kommt es auch von Haus aus, und ich habe es durch meine Erfahrungen ja mitgekriegt und umgesetzt. Aber nach dem Abi habe ich ja auch alleine gewohnt und habe angefangen zu studieren und habe einfach gemerkt, wenn man ein bisschen mutig ist und ein bisschen ins Machen gerät und es einfach mal ausprobiert und seine Erfahrungen macht, dann nimmt man doch relativ viel mit und es lohnt sich und man hat auch Spaß dran. Und das ist auch für mich teilweise die Definition von Freiheit, einfach Dinge machen zu können, auf die ich Lust habe, und Dinge auszuprobieren zu können und in dem Fall auch einfach das so zu leben und machen zu können, ja. Voll geil. Ich finde das so spannend, wirklich. was mir da noch für eine Frage aufgetaucht ist, und zwar, wenn du jetzt diese Protagonisten im Endeffekt dann wirklich geschrieben hast und du diese halt auch lebst und hineinfühlst, wie ist das, wenn du jetzt, sagen wir mal, in der Großstadt unterwegs bist, sagen wir jetzt mal Berlin oder New York oder sonst irgendwas, da fallen dir ja viele Menschen ins Gesicht, also jetzt so vom Sehen her. Ja. Hast du dann manchmal so das Gefühl, hey, der passt jetzt zu 100% auf diese Figur, oder wie ist das denn so? Ja, tatsächlich. Ja, das habe ich. Also es ist natürlich wichtig, als Autor und Autorin so ein bisschen diesen beobachtenden Blick einzunehmen und ein bisschen um sich zu schauen. Und das ist auch tatsächlich mal eine Schreibübung von einer guten Bekannten und mir gewesen. Wir haben uns in ein Café gesetzt und haben die Übung gehabt, einfach mal zu gucken, wer passt gerade zu unserem Protagonisten und was für Menschen sitzen hier eigentlich und was könnten die für Charaktereigenschaften haben. Und es war total spannend, was dabei herausgekommen ist, zu sehen und dann auch aufzuschreiben und zu schauen und die Menschen auch irgendwie einzuschätzen. Ja. Und tatsächlich, wenn ich in Hamburg jetzt unterwegs bin und schaue und so ein bisschen um mich schaue, dann fallen mir, also da habe ich auch manchmal den Gedanken, so, die passt jetzt gerade zu der Nebenfigur in meinem Roman oder zu der Hauptfigur tatsächlich. Mehr zu den Nebenfiguren als zu den Hauptfiguren. Aber da überkommt mich da schon so das Gefühl, dass das Parallelen hat.
Ich finde es voll geil, wenn du, also ich weiß nicht, ob es so eine Autoren gibt, aber ich, also ganz ehrlich, wenn ich so gut schreiben könnte und ich jetzt eine Person sehe, dann würde ich bin halt total der Connecting-Mensch, also ich connecte mich ultra gern mit neuen Menschen und lerne die Leute gern kennen, dann bin ich halt so ein Typ, ich wäre sofort hingegangen und ich würde die Person kennenlernen wollen, würde sagen, hey, pass auf, ich schreibe gerade eine Figur, du passt vom Schema so ungefähr da so rein, mich würde interessieren, was du so machst und wer du so bist und so, und dann holt man sich ja eigentlich auch wieder... Ja. Da auch neue Energie und neue Wertstoffe, die man halt im Endeffekt in dem Buch verknüpfen kann. Und die Person weiß einen kurzen Moment was über dich und wird dann vielleicht irgendwann das Buch lesen und denkt so, hey, stimmt, das passt voll auf mich. Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Strategie, ja. Ja. Gibt's denn noch so mehr Tipps, die du halt sonst so angewendet hast, wie jetzt zum Beispiel mit deiner Freundin dich ins Café setzen, wo dir geholfen haben, auch die Bücher im Endeffekt zu schreiben? Klar, also mein Tipp Nummer eins ist auf jeden Fall machen, einfach üben und sich auch Hilfe zu holen. Das ist super wichtig und Unterstützung, vor allem am Anfang, merke ich immer wieder, es ist toll, den Support von Freunden, vom Umfeld und auch von anderen Autoren zu haben. Dann Schreibübungen, ganz, ganz viele. Es gibt unglaublich viele Schreibübungen. Ich habe auch ein paar Ratgeber, die ganz gut sind, wo auch wirklich Schreibübungen beschrieben sind, die aber auch dann wirklich zu machen, weil es nützt halt nicht viel, die Schreibratgeber zu lesen und sie zu verstehen. Das ist schön so, da hat man schon mal einen Überblick, aber am Ende muss man auch dahin kommen, das umzusetzen, weil der beste Text der Welt, so was man liest, nützt halt nichts, wenn man selber da nicht hinkommt und es nicht versucht. So. Und Tipp Nummer eins natürlich beim Schreibprozess immer Show, don't tell. Also das bedeutet, die Gefühle der Figuren aufzeigen, indem man vielleicht schreibt, sie ging nervös oder nicht nervös, sie ging von einem Ort zum anderen die ganze Zeit, anstatt zu schreiben, dass sie nervös ist. So. Dass man so ein bisschen mehr in diese beschreibende Rolle kommt und mehr beschreibt, was gerade passiert, anstatt einfach hinzuschreiben, was gerade passiert. So. Dass der Leser sich auch ein bisschen das bessere Bild machen kann von der Szene, die gerade passiert. Ja. Und es gibt also sämtliche Tipps, aber mein Nummer eins Tipp ist natürlich zu gucken, wo will ich eigentlich hin, wer ist mein Leser und ja, wie komme ich hier gerade weiter, was ist meine Schreibübung und wie komme ich hier am besten ins Machen und ja, sich auch Ziele vorzunehmen, beziehungsweise Ziele zu haben und dann auch zu schauen, ist das der richtige Weg und wenn nicht, warum nicht und ja, immer selbstreflektiert auch daran zu gehen. Finde ich auch sehr interessant, weil du hast so viele Sachen jetzt gerade gebracht, die kenne ich halt auch aus dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, wie jetzt zum Beispiel dein Fokus, dein Ziel machen, dein Gefühl hineinsetzen, also das wirklich das Gefühl dafür richtig haben, die Gefühle auch beschreiben zu können, menschlich einfach sein, die Figuren sollen ja auch menschlich sein und nicht irgendwie ein abgehobener Superman oder sonst irgendwas. Und da halt wirklich da auch integriert, wirklich, also hast du so viele Sachen jetzt auch schon wieder gebracht, wo ich einfach mega interessant finde, dass sich das immer so ein bisschen auch auf Persönlichkeiten in der Zukunft halt so widerspiegelt. Wenn du halt wirklich Erfolg haben willst, sind das einfach die Grundpfeiler, die du halt haben müsstest, um im Endeffekt einfach was zum, wirklich dein Ziel zu erreichen. Also finde ich auch da wieder interessant. Was mich interessieren würde, ist, wie warst du denn als Kind? Bist du eher so die Person gewesen, die sich halt in den Büchern so ein bisschen zurückgezogen hat, um da halt sich wirklich da drinnen zu versinken? Oder wie ist Curly als Kind gewesen? Oh Gott. Ich denke schon, also ja, doch. Wenn ich Bücher gelesen habe, dann doch tatsächlich so, dass ich mich da schon sehr zurückgezogen habe und dann auch mit dem Buch, alleine war und mit meinen Gedanken alleine war und das dann auch gut war, aber auch, also vor allen Dingen, weil ich ja auch ein Einzelkind bin, aber auch natürlich mit anderen, also viel auch mit anderen Kindern gespielt, wir hatten ja viele Kinder auch in der Nachbarschaft auf dem Dorf und dementsprechend, ja, weiß ich gar nicht, ich war schon so. Also warst du eher zurückhaltend oder warst du eher auch offen? Ja, eher zurückhaltend, würde ich sagen, ja, tatsächlich. Und hat sich das jetzt, also hast du da auch irgendwo eine Wandlung bei dir selber erkannt? Ja, tatsächlich. Also
ich war als Kind ziemlich zurückhaltend und das hat sich dann irgendwann geändert, als ich auf die weiterführende Schule gekommen bin und da auch relativ gut Anschluss gefunden habe, relativ aus mir rausgekommen bin und auch da schon irgendwie innerlich gemerkt habe, wohin so ein bisschen die Reise gehen könnte. Also, dass das Schreiben immer wichtiger wurde, je älter ich wurde, dass auch das Lesen immer wichtiger wurde und dass Bildung ein unglaublich wichtiger Wert für mich auch ist. Also zu der Zeit war ich dann Jahrgangsbeste und tatsächlich und war da, blühte da voll drinne auf. Ja, später im Abi, dann war es eher so das Schreiben, was mich mega motiviert hat. Und da wurde aber auch die Vision von dem, was ich mir in der Zukunft wünsche und wie meine Zukunft aussieht, immer klarer und ja, genau. Wie sieht jetzt so deine Vision aus, wenn du darüber reden möchtest? Gerne. Im Moment studiere ich ja noch und das mache ich auch gerne, ehrlich gesagt. Und das, ich denke, ich werde auch den Master noch machen, wenn er mir, also wenn ich so lange noch Spaß habe. Meine Vision ist dann eher, dass ich in der Zukunft weiterhin selbstständig bin, auch als Autorin und da immer, ja, und halt auch einfach, also so ein Grundsatz für mich ist einfach, das zu machen, wofür ich brenne und wenn ich mal irgendwo, wenn es irgendwo mal hinkt, zu gucken, wo es jetzt, also zu schauen, wo hat es jetzt gehapert. Also auf dem Weg, wenn irgendwie eine Herausforderung ist, die ich zu meistern habe, zu schauen, was hilft mir gerade, was möchte ich auch wirklich und auch immer sich selber diese Fragen zu stellen. Und wenn es dann wirklich so kommt, dass man da irgendwie irgendwie Herausforderungen hat, wo man jetzt gar nicht weiterkommt, zu schauen, zurückzuschauen und zu gucken, wo ist jetzt der Stolperstein, über den ich gestolpert bin und was lässt sich da machen, ja. Genau, und in der Zukunft, ja, viel so selbstständig was zu machen und aber auch natürlich im Team zu arbeiten, das habe ich jetzt auch festgestellt, dass es auch sehr wichtig für mich ist und bedeutend auch ja, im Team zu arbeiten und dass mir dieses Zwischenmenschliche auch sehr gut gefällt und dass ich das auch in der Zukunft gerne so haben wollen würde. Ja. Genial. Wie kam das denn, dass du gesagt hast jetzt, okay, also gab es da irgendeinen Switch jetzt in kürzester Zeit wahrscheinlich, dass du sagst, hey, ein Team ist auf jeden Fall wichtig und da auch im Team zusammenzuarbeiten? Ja, tatsächlich. Also ich komme gerade aus einem Praktikum, 3 Monate war ich in einem Business-Netzwerk Mushu dabei und das ist ein Start-up und die machen echt coole Sachen und da habe ich einfach festgestellt, ich bin eigentlich eher so der Mensch, also habe ich immer gedacht, so ich möchte selbstständig arbeiten und als Autorin und Journalistin freiberuflich und das jetzt auch erstmal eine längere Zeit, aber ich muss sagen, so in einem Team so richtig fest dort vor Ort zu sitzen und mal vielleicht nicht im Homeoffice, das macht richtig Spaß und das würde mir, glaube ich, dann auch fehlen, wenn ich das so nicht mehr hätte, dann irgendwann, ja, in der Zukunft. Du freust dich ja auch dann dahin zu gehen und zu sagen, hey, ja, geil, jetzt arbeite ich an dem Projekt. Total, ja. Also auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall was anderes, als wenn man zu Hause im Homeoffice arbeitet oder vielleicht in einem Café sich irgendwo hinsetzt und arbeitet oder so, ja. Absolut. Also eben viele Leute denken ja auch, dass ich kenne es ja selber, es ist schön zu Hause zu arbeiten und es ist schön, sich einen Kaffee zu setzen und diesen Freiraum zu haben, aufzustehen, schlafen zu gehen und alles. Das ist eine wunderschöne Freiheit. Aber was viele Leute dann vergessen ist, es wird auch wie bei einer Arbeit irgendwann zu monoton. Und du bist schon dankbar dafür, dass du das hast, diese Freiheit und alles. Aber du wünschst dir trotzdem noch diesen menschlichen Komplex im Endeffekt, dass da halt wirklich noch eine Handlung mit anderen Menschen ist, als nur der Beobachter zu sein im Endeffekt. Und du bist im Endeffekt jemand, der sich in einen Café setzt und dann da arbeitet, bist du eigentlich nur Beobachter, weil du setzt dich ja irgendwo hin, wo du auch Menschen beobachten kannst. Ja, das stimmt. Deswegen mit Leuten zusammenkommen. Ich glaube, bei uns Menschen ist es so wichtig, dass wir einfach mit Menschen zusammenkommen. Man sagt ja sogar bei jungen Geborenen, dass sie nicht überleben würden, wenn sie nicht in menschlichen Kontakt wären. Und also schon diese Liebe, also die brauchen halt wirklich diesen Liebe und das ist, glaube ich, bei uns Menschen, also erwachsene Menschen genau das Gleiche. Also dass wir halt wirklich diese Nähe zu anderen suchen und deswegen, ich kenne ein so gutes Beispiel, was mir da einfällt ist, Leute gehen eher in ein Restaurant, wenn da mindestens 2, 3, 4, 5 Leute zu sehen sind, als wenn das Restaurant leer wäre.
Okay, naja, das ist interessant, spannend. Ja. Auf jeden Fall, ja, das denke ich auf jeden Fall auch, ja, klar. Also ich finde auch, so der Mix macht es dann auch einfach. Also natürlich ist das individuell für jeden anders, natürlich, ist auch super verständlich. Aber bei mir, für mich kann ich sagen, dass der Mix zum Teil, also viel so im Homeoffice oder auch in einem Café zu machen, aber auch dann im Team zusammenzukommen, dass das halt der Mix ist, den ich auch in meiner Zukunft ganz gerne haben würde und der dann auch am Ende alles vereint sozusagen, was man sich so, was ich mir so wünsche, ja. Ja, also ein Gleichgewicht im Endeffekt aus allem. Ja. Total. Und du hast ja gesagt, du schreibst ja auch noch für andere. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das dann ab? Freiberuflich als Journalistin für verschiedene Magazine, wie zum Beispiel dem Vintage Flaneur. Genau, und es läuft dann halt so ab, ich mache Artikelvorschläge und der Kunde sagt dann, ob es passt oder nicht und was man da machen kann und ja, wie es dann aussieht und dann kommt es dazu, dass ich den Artikel schreibe und ja, genau, das ist auch noch dieser Journalismus, das ist auch noch ein Teil von mir im Schreiben auch, der mir sehr gut gefällt und der auch das Ganze noch gut ergänzt und auch ein bisschen Abwechslung mir bietet neben dem Schreiben von Romanen. Tatsächlich, ja. Und halt Und wahrscheinlich auch neue tatsächlich auch Ideen liefert, oder? Oh, sorry. voll, voll, total, auf jeden Fall. Also wenn es darum geht, neue Geschichten von Menschen zu erzählen, in Artikeln, das zu verpacken oder in Reportagen oder sonstiges, dann auf jeden Fall. Das inspiriert. Also es ist halt nah am Menschen und nah am Leben und das inspiriert natürlich immer für neue Ideen und neue Geschichten, ja. Geil. Was du vorhin noch gesagt hast, ist, dass das Umfeld sehr, sehr wichtig ist. Also, dass für Ja. dich auch das Umfeld sehr wichtig ist, dass du halt wirklich auch Autoren um dich hast, dich mit denen connecten möchtest. Finde ich sehr, sehr interessant, weil das ist auch immer etwas, wo viele Leute einfach in eine Richtung bewegt. Wenn du jetzt sagst, sagen wir, du sagst jetzt, hey, pass auf, ich höre jetzt komplett auf mit Bücher schreiben, ich fange jetzt an, auf dem Bau zu arbeiten oder sonst irgendwas, dann sind die Leute ja natürlich erstmal schockiert, weil die kennen dich als Person so, wie du bist. Du bist Autorin, du bist Curly, du bist so, wie du bist, und dann so, hey, du auf dem Bau, das passt doch gar nicht. Aber wenn es dein Wunsch ist, ist es für die Menschen eher schwierig zu verstehen, weil die kennen dich nicht so. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen, wie wichtig gehst du mit dem Umfeld um? Und was sind so Prioritäten, die du für dich da gesetzt hast? Also ich habe Glück, ich habe ein Umfeld, was mich halt in fast jeder Entscheidung, also ja, in fast jeder Entscheidung, die ich treffe, unterstützt und Freunde, Familie und auch mein Freund, die einfach hinter mir stehen, egal was ich mache. Und das ist wirklich, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das hat halt nicht jeder. Und wenn man solche Leute gefunden hat um einen rum, dann ist das schon mal unglaublich viel wert. Weil damals, als ich entschieden habe, jetzt mich auch selbstständig zu machen nach dem Abi direkt, also nach einem Praktikum und nach einer längeren Zeit, dann auch gesehen habe, das ist es so, ich möchte als freiberufliche Journalistin arbeiten und auch als Autorin das so ein bisschen professioneller angehen und da ein bisschen mehr reingehen und diesen Schritt auch zu machen. Von meinem Umfeld habe ich da tatsächlich nur Gutes erfahren und das war für mich super, super wertvoll und Unterstützung auch und Hilfen, die ich da auch gebraucht habe. Und wenn ich eine Frage hatte und ja, irgendjemand wusste das, dann klar, also es ist auf jeden Fall eine ganz große Unterstützung, auch von meinem Freund, ganz toll. Ja. Sehr gut, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also die Unterstützung halt wirklich da aus allen Richtlinien zu haben. Also auch an jeden da draußen, der halt, also bin ich jetzt persönlich der Meinung, jeder, der da draußen irgendein Projekt starten will, lass dich nicht abbringen davon, weil das ist deine Intuition, das ist dein Gefühl, Ja, du willst es unbedingt auf machen. jeden Fall. Und ich finde es halt auch sehr, sehr wichtig, dass man halt wirklich seinem Herzen einfach folgt, dass man einfach dem Wunsch, den du halt in dir drin hast, dass du wirklich dem nachgehst und probierst, mehr darauf zu hören, was in dir passiert, anstatt das, was außen passiert. Ja. Was da vielleicht auch helfen kann, das ist halt so ein Gedanke, den ich für mich mal so immer wieder mir sage, wenn irgendwie mal was hapert oder ich vor einer Herausforderung stehe, dass ich mir sage, diesen Herzensweg, den ich mir ausgesucht habe, beziehungsweise der für mich, ja, der für mich da ist und dem ich jetzt nun mal folge, den gibt es schon. Der existiert schon. Dieser Herzensweg ist schon da und das ist auch, das Ziel ist auch schon formuliert. Ich muss diesen Weg einfach nur noch gehen. Das ist das Einzige, was ich tun muss. Ich muss diesen Weg einfach nur noch gehen. Und das nimmt so viel Druck irgendwie raus, finde ich. Und das, ja, motiviert total, also das so für sich zu sagen und zu formulieren, ja. Mega, richtig geil. Finde ich sehr gut, dass du es auf jeden Fall noch gebracht hast.
Was mich noch interessieren würde, ist, was bedeutet für dich Freiheit? Freiheit. Freiheit bedeutet für mich Fortschritt, Veränderung im beruflichen, aber auch im privaten. Also auch die Loslösung von Ängsten und das Spüren, das Leben. Klare, ehrliche Kommunikation mit Freunden, mit sich selber, auch ehrlich zu sich selber zu sein, selbstreflektiert an die Dinge heranzugehen. Auch im Beruflichen total wichtig, da auch ehrlich zu sein. Also auch radikale Ehrlichkeit ist ja auch so ein Trendbegriff irgendwie. Aber da ist schon was dran. Dann finde ich, dass Freiheit ist halt auch nicht immer ganz so easy. Also das muss man sich schon erarbeiten mit sich selber, für sich selber als auch im Beruf. Und dieser Weg ist halt sehr lang und vielleicht, wenn man am Anfang steht, ein bisschen abschreckend. Aber wenn man dann erstmal ins Machen gegangen ist und in die Herausforderung reingegangen ist, dann merkt man relativ schnell, dass sich das am Ende sehr, sehr lohnt und einfach am Ende für einen selber sehr viel bei rumkommt. Es ist halt herausfordernd. Dann natürlich auch persönliche Weiterentwicklung und auch die Motivation und die Lust zu haben, sich immer weiterzuentwickeln. Also auch beruflich sowas wie zum Beispiel Seminare, die man besucht. Also da auch der Spaß dran zu haben und die Lust, das zu machen, ist schon unglaublich viel wert. Also für mich bedeutet das auch Freiheit, dahin zu gehen und zum Beispiel Seminare wie Toby Beck oder in der Zukunft auch mal Anthony Robbins oder so. Und natürlich super wichtig, Kreativität und Individualität und das auch ausleben zu können. Das ist für mich ein ganz, ganz großer, ganz, ganz große Werte und großer Bestandteil von Freiheit und auch dieses Self-Care, Self-Trust, immer irgendwie im Austausch mit anderen zu sein und Erfahrungswerte von anderen zu bekommen und sich darüber auch auszutauschen. Und ja, die Freiheit, all das zu tun, ist für mich der Wert von Freiheit. Wow, mega, wirklich, oha, mega schön. Lass mich sofort. Was halt auch super wichtig ist, ist das zu tun, wofür man selber wirklich brennt, das auch herauszufinden und damit dann auch die Zeit zu verbringen und versuchen, sich so viel Freiheit zu erarbeiten, dass man auch wirklich das machen zu können, was man wirklich machen möchte und wo man wirklich Spaß hat. Das ist auch super wichtig. Ja. Ja, absolut, wirklich. Finde ich sehr, sehr gut, dass du das auch dass du das noch angehangen hast. Hat es denn für dich irgendwelche oder ein großes Beispiel gegeben, wo du erkannt hast, dass für dich Freiheit oder dass du dafür sorgen solltest, dass du deine Freiheit leben kannst? Nach dem Abi tatsächlich oder auch schon vor dem Abi, als ich gemerkt habe, dass der Beruf des Autors realistisch ist, dass ich das einfach nur noch anpacken muss und dass, wenn ich genug Motivation, genug Ehrgeiz und Motivation auch dahingehend habe, mir Dinge selber beizubringen und auch mir helfen zu lassen, in dem Moment habe ich gemerkt, dass Freiheit wichtig ist und dass das, das war so der Moment, ja, tatsächlich. Wow. Hast du, also ich stelle ja zwischendurch auch nochmal so spezielle Fragen. Mich würde mal interessieren, welcher Superheld oder welche Superheldenkraft du gerne hättest? Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, Superheldenkraft, ich denke, es würde sein, die Fantasie von Menschen zu beleben und auch die Motivation von Menschen zu beleben, sodass sie auch in die Erfahrung reinkommen und sich um Dinge wie zum Beispiel persönliche Weiterentwicklung oder Ähnliches damit zu beschäftigen, um dann zu sehen, wie es sein kann. Und dann würden, glaube ich, viele, viele Probleme auf der Welt einfach nicht mehr existieren. Ja. Mega geil. Also quasi den Leuten Geschichten, Stories, die sie bewegen, zu geben und sie davon begeistern, wie es sein kann. Ja. Find ich sehr interessant, weil das schließt jetzt gleich die zweite Frage dazu noch mit ein. Und zwar, wenn du die Superheldenkraft hättest, wie würdest du die Welt ein Stückchen besser machen? Ich
Ich denke, wenn viele Leute sich viel mehr mit sich selbst und auch viel mehr mit der Welt und mit dem Menschen und mit dem Leben beschäftigen und mit der persönlichen Weiterentwicklung, ich denke, dann würden sie sehr viel achtsamer und sehr viel rücksichtsvoller mit der Welt und dem Leben umgehen und dementsprechend, ja, würde es, glaube ich, die ganze Welt besser machen und viele Probleme würde es gar nicht mehr geben. Ja. Kann ich also zu 100... auch diese Achtsamkeit dann, die persönliche Weiterentwicklung, dass man da auch sehr viel lernt und auch bereit ist, sehr viel lernen zu wollen. Kann ich zu 100% unterschreiben, 100%. Jetzt hast du das Thema Achtsamkeit nochmal kurz aufgeworfen. Wie wichtig ist denn das für dich und wie bist du damit zum Beispiel in Berührung gekommen und was heißt das für dich? Achtsamkeit heißt für mich ganz viel Ruhe, ganz viel zu schauen, wo stehe ich gerade und wie gehe ich in den Tag rein. Also auch so Dinge wie Morgenroutinen oder einfach mal zu erkennen, sich selbst zu beobachten und zu erkennen, wann in einer stressigen Situation zum Beispiel einfach genug ist und dann halt rechtzeitig was anderes zu machen. Und auch Dinge wie zum Beispiel Sport, Fitness, Yoga und Meditation sind halt auch Teil von Achtsamkeit, die ich auch zum Teil lebe. Und da auch das Zeitmanagement zu haben, zu sagen, dass das halt einfach wichtig ist und dass das auf jeden Fall eingeplant werden muss und dass man für viele Dinge, auch wenn man vielleicht keine Zeit hat, sich dafür Zeit nimmt. Also, ja. Mega schön. Finde ich auch wirklich wichtig, dass halt wirklich Menschen mehr erkennen sollten, sich mal Zeit für sich selber zu nehmen. Ja. Und wenn sie in der Partnerschaft sind, auch noch Zeit für die Partner natürlich. Ja. Ja, ja, tatsächlich. Und ich glaube, dass das heutzutage so ein bisschen auch verloren geht, dass das Interesse immer noch da ist und dass die Leute es auch immer wieder mehr erkennen, dass sie halt auch mal, wenn sie vor allem, ich erkenne es halt bei den Leuten jetzt, ich wohne jetzt gerade momentan in Berlin, merke ich halt wirklich, dass die Leute, die in der Großstadt sind, auch mal raus wollen. Die wollen mal ins Grüne, die wollen mal raus aus diesem ganzen Stress und aus diesem ganzen Verhältnis im Endeffekt und diesem Big-Verhältnis mal wirklich in dieses kleine Verhältnis wieder zurück und da einfach auch mal selber auf sich zu hören und sich selber auch mal wieder achten. Achtsamkeit heißt ja einfach, achte auf dich selbst und sei achtsam mit dir selber. Ja, tatsächlich. Ja, das ist ganz interessant, weil ich komme ja aus Lüneburg und ich wohne derzeit auch wieder in Lüneburg. Ich habe eine Zeit lang in der Großstadt Hamburg gelebt, weil ich ja nun mal da auch studiere und viel beruflich da unterwegs bin. Und ich muss ehrlich sagen, in der Zeit, als ich in Hamburg gewohnt habe, auch direkt in der Schanze, war das ganz schön und das war auch eine tolle Erfahrung. Aber ich muss ehrlich sagen, mir hat Lüneburg gefehlt. Es ist halt eine Kleinstadt, ungefähr eine halbe Stunde von Hamburg entfernt. Die fahre ich dann immer mit dem Zug. Und ich muss sagen, das hat ganz stark entschleunigt, wieder in der Kleinstadt zu leben und auch zugleich in der Heimat. Ja, ich glaube, dass es halt auch wichtig ist und dass wir auch da auch unsere Wurzeln irgendwo haben, mehr in diesen kleinen Sachen anstatt in diesen ganz großen Sachen. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne, wirklich. Es war mir eine Riesenfreude. Ich hätte gerne noch eine Schlussfrage. Würdest du oder hättest du 1, 2, 3 Bücher, wo du sagen würdest, hey, das kann ich euch ans Herz legen, das ist mir ultra wichtig. Gibt's da was? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ganz oben Anthony Robbins, das Power-Prinzip. Das ist ein Buch persönliche Weiterentwicklung. Anthony Robbins kennst du bestimmt auch. Dann tatsächlich Terry Pratchett, das ist ein Fantasy-Autor, aus der Tastatur gefallen. Also das ist so ein bisschen seine Biografie und ganz viele Learnings auch aus seinem Leben als Autor, aber auch aus seinem Leben tatsächlich, die man für sich ableiten kann. Und das dritte Buch ist Teal Swan, Befreie dich durch Selbstliebe. Ja. Wow, das kenne ich noch nicht. Das werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Es klingt schon sehr interessant. Welches Buch von den drei würdest du wirklich zu 100% empfehlen, weil es dich gepusht hat? Oder wo hältst du vielleicht sogar ein Beispiel, wo du sagst, hey, das hat mir ultra geholfen? Das Power-Prinzip tatsächlich, weil das Power-Prinzip ist halt ein ziemlich dickes Buch, was man lesen sollte, was man auch mehrfach lesen kann und sollte, weil da sehr viele Übungsaufgaben drin sind, die man auch tatsächlich machen kann. Es geht halt um persönliche Weiterentwicklung, auch darum, aus seiner Komfortzone rauszukommen und mutig zu sein auch und sich mit sich selbst zu beschäftigen und da sind sehr viele Anleitungen drin, die man für sich selbst anwenden kann. Also auch Fragen, die man sich selber stellen kann, um vielleicht eine klarere Vision von dem, was man sich wünscht und von seiner Zukunft zu bekommen. Wie auch Doings, die man im alltäglichen Leben verwenden kann.
Ja. Mega, finde ich richtig, richtig. Super, super erklärt und es ist auch schön geschrieben, muss ich ehrlich sagen. Lohnt sich, ja. Finde ich sehr, sehr gut, auf jeden Fall, dass du das nochmal so kurz auch mit einem Beispiel von dir selber so integrieren konntest, weil die Leute, die lesen, also die hören sich jetzt den Podcast zum Beispiel an und denken sich so, ja, okay, drei Bücher, gucken sich drei Bücher an. Und ich finde es immer wichtig, dass auch eine eigene Story dann immer auch da erzählt wird, warum es dir geholfen hat und warum es für dich auf jeden Fall auch wichtig war, damit in Berührung zu kommen. Weil wir Menschen kommen ja ständig mit irgendwas in Berührung, aber die Sachen wirklich wahrzunehmen, was uns da berührt, ist immer eher schwierig. Stimmt. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten gerne mitgeben würdest? Tatsächlich ja. Also wichtig ist auf jeden Fall, finde heraus, wofür du brennst und setz dich dafür ein, lass dich da nicht unterkriegen, nicht von deinem Umfeld und von niemand anderes und geh einfach ins Machen. Man wächst nämlich mit seinen Aufgaben und Herausforderungen sind erstmal super gut und ja, genau, das ist es. Sehr geil, wirklich sehr, sehr gut. Ich danke dir nochmal vielmals, dass du dir auf jeden Fall Zeit genommen hast und dass du hier sein konntest. Vielen Dank auch. Ich freue mich. Sehr, sehr gerne, wirklich. Ich freue mich auch, wenn wir uns dann das erste Mal in Hamburg oder Lüneburg dann auf jeden Fall sehen oder auf einem Seminar. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wunderbar, vielen Dank. Bitte. Und ich hoffe, dir hat diese Folge auf jeden Fall mega gefallen und du fandest das Interview auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Wenn du Interviewpartner hast, die ich auf jeden Fall mal interviewen soll oder gewisse Themen, die dich persönlich interessieren oder wo du sagst, hey, das fehlt hier auf jeden Fall in dem Format, dann lass es mich gerne wissen. Schick mir gerne eine Nachricht durch über Instagram, Facebook oder wo du mich halt auch immer findest. Und dann gucke ich natürlich, wen ich da am besten natürlich als Interviewpartner reinholen kann, um das Thema anzusprechen. Oder vielleicht habe ich auch eine persönliche eigene Erfahrung. Und dann würde ich mich natürlich riesig freuen, von dir zu hören. Und wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch eine wunderschöne Zeit. Genieße es. Und nicht vergessen, du bist Freiheit.